Leute, ich bin Toffer. Ja, heute ist der erste sommerliche Tag. Hier in Norddeutschland sind ungefähr 20 Grad. Und ja, hab Feierabend und nun wollte ich gleich mal rausgehen. Bin hier in so einem kleinen, ja, was ist denn das? Kiefern, Fichten, Birkenwald, hier steht irgendwie alles rum. Tja, und ich habe jetzt was vor hier mit diesem Baum. Und zwar habe ich hier meine Baumarktplane. Ich habe die hier so ein bisschen zusammengetüdert. Und da will ich mir jetzt was draus basteln. Was ich genau draus basteln will, seht ihr jetzt. So, ich habe eine ganz normale Baumarktplane, so eine Gewebeplane. Habe ich letztens im Discounter gekauft. Gab es sehr günstig im Angebot, ist 2x3 Meter lang. Bei diesem Discounter gab es zwei Planen, 2x3 Meter. 6 Euro plus so einen ganz billigen Band. So, ich lege mir die jetzt einmal der Länge. Habe ich einmal gefalten. Wichtig ist, dass die Schlaufen übereinander stehen. Hier sieht man es gut. Das Schöne an der Plane ist, die ist schön verstärkt. Was diese Planen wirklich aushalten, dann machen wir gleich mal das Extrembelastung. Und diese andere Seite, von der dünnen Seite, kommt mit der anderen Seite von da hinten zusammen. Das verknote ich. Ich habe hier schon so ein bisschen Paracord zusammen gemacht, ran gemacht. Das habe ich an allen Enden gemacht. Das verknote ich jetzt ein bisschen und dann seht ihr gleich, was ich vorhabe. Tja, wie ihr seht, habe ich nichts anderes gemacht, als den hier stabilisiert. Ich habe einfach die Ösen genommen. Da hatte ich ja schon Paracord, jetzt habe ich ein bisschen festeren Paracord genommen. Hier nochmal in der Mitte, dasselbe Prinzip. Und hier auch. So, nun wollen wir mal gucken. Ich habe ja gesagt, er soll eine bis Extrembelastung werden. Stellen wir eben nur die Kamera richtig ein. So, also viel Spaß gleich beim Lachen. Ja, mal gucken, ob er das aushält. Und noch bin ich nicht in voller Belastung. Aber hier reicht es schon. So, jetzt mal Beine hoch. Nee. Ja. Okay. Also es hat ein bisschen gehalten. Aber ich zeige euch mal hier die eine Ecke. Hat komplett zerfetzt. Ja, da war halt die größte Belastung. Aber ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Hier ist gar nichts passiert. An den anderen Ecken auch alles fest. Wow. Also ja, hier auch. Alles super, nur diese eine Öse. Die hat es jetzt nicht ausgehalten. Gut, dass es Paracord das schafft, habe ich gedacht. Ja, also es war ein Survival-Selbstversuch, wie andere sagen würden. Ich würde sagen, die Baumarktplane hat es geschafft. Ich bin selber natürlich nicht der Leichteste mit meinen guten 110 Kilo. Also leichtere Leute sollten diese Plane auf jeden Fall halten. Super bestimmt auch als Hängematte, werde ich aber nicht ausprobieren. Also, mach's gut, bis bald, euer Toffer.